den Platz an der Spitze in der Tabellenführung streitig gemacht hat. So ist es seit Samstag die Austria Salzburg. In Salzburg spielt sich also derzeit fußballerisch ab. Mit 7 Heimsiegen in Folge und einem Zuschauerpotenzial, das lautstark zum Erfolg dieses Clubs beigetragen hat. Denn schon lange haben die Jubelschreie im Salzburger Stadion Lehn die Jedermannrufe übertönt. Schön für uns alle und jeder Groschen wert, dass wir hier gegangen sind. Dankeschön. Der Aufstieg zur Spitze war für Austria Salzburg oft steinig. Der erste Gipfel im österreichischen Fußball, die Tabellenführung, wurde mit einem Trainer und zum Teil mit Spielern erreicht, die von vielen Kritikern frühzeitig abgeschrieben wurden. Die Arbeitsbedingungen sind in Salzburg einfach maximal. Die Trainingsmöglichkeiten im Landessportzentrum Rief, ein fußballnarrisches Publikum, eine gute Zusammenarbeit zwischen Spielern, Trainer und Funktionären. Und der Erfolg lässt Unkenrufe der Vergangenheit in anderem Licht erscheinen. Wissen Sie was? Wenn jemand spricht von irgendwelchem Auslaufmodell, dann kann ich nur sagen, das gibt so schöne Porsche mit 30 Jahre alt oder ein Rolls Royce mit 50 Jahre. Das heißt, was überhaupt ein Auslauf? Es gibt nur gute und schlechte und ich glaube, ich bin zwischen gut. Ich habe Otto Baric schon bei Rapid genossen und kennengelernt und ich habe schon damals befunden, dass es ein Trainer ist, der, von dem man wirklich sehr viel profitieren kann und der es auch vorzüglich versteht, eine Mannschaft zu führen. Und das hat er Gott sei Dank nicht verlernt und das kann er auch bei uns weiterhin zeigen, was sicherlich noch ein bisschen schwerer ist, weil bei uns doch einige ältere Spieler schon sind. Und die dann am richtigen Faden zu führen, ist sicherlich ganz, ganz schwierig. Und da ist ein routinierter Mann wie der Otto Baric sicherlich der richtige Mann dafür. Das Temperament ist das gleiche geblieben? Ja, aber ich glaube, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Ja, ich glaube, jetzt habe ich keine Komplexe, keine irgendwie Angst. Weil einfach bin ich überzeugt, dass das, wie ich jetzt mache, ist gut. Warum kommen so viele Spieler so gern nach Salzburg? Ja, warum? Das ist, weil da einfach eine Atmosphäre im Stadion herrscht und wenn man hier als Fußballer im Salzburger Raum noch irgendwie angesehen ist. Das heißt, die Leute haben noch einen gewissen Respekt, auch wenn man nicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht und auch wenn man nicht besonders schön reden kann oder so irgendwas. Und alleine durch das, dass man in der Öffentlichkeit steht, schauen die Leute hier noch etwas auf die Fußballer und das tut der angeschlagenen Fußballseele sehr gut. Es ist einfach ein Verein mit Tradition und die ganzen Salzburger identifizieren sich eigentlich nur mit der Austria. Es hat einmal ein Zwischenhochs gegeben vom SRK und von Daxam, aber die haben sie nie lang halten können, weil eigentlich die Mannschaft für die Salzburger, auch für die Land Salzburger und Umgebung, Oberösterreich gehört ja genauso zum Einzugsgebiet und der südbayerische Raum, ist die Austria und sonst kein Verein. Clubabend der Anhänger im Gasthaus zum alten Sünder. Anfeuerungsmaßnahmen sind wichtigste Aufgabe. Das ist ja auch für jeden Fußballer verbessern, wenn Stimmung ist im Stadion. Nicht? Nicht so wie in Wien, wo man vor 2000 Leuten spielt. Nicht? Das ist ja keine Stimmung, nicht? Das ist für den Fußballer auch frustrierend. Nicht? So, du bist da noch? Bengalisches Feuer wird verteilt. Die Fans haben eine Sondergenehmigung für dessen Gebrauch und verpflichten sich sorgsam, damit umzugehen. Jeder, der auf diese Art Stimmung machen will, wird registriert. Jetzt haben wir alle ausgegeben. Dann wollte ich euch nur sagen, passt auf einmal auf die anderen Leute, wo es wirklich Raketen schießen. Wir müssen da am Verein helfen, weil sonst werden wir früher oder später mal einen Spürabbruch.
bei uns in Salzburg haben. Man hat in Salzburg eigentlich sonst nichts, was man eigentlich machen könnte. Wir haben ja sicher einen guten Leichtathletikverein, haben wir schon, aber sonst haben wir eigentlich nichts, wo man wirklich hingehen kann, wo man sich begeistern kann für irgendwas. Nicht? Wir haben eigentlich die Austria ist der einzige Verein, der was, und es ist auch für die Arbeiter und so, es ist eigentlich das billigste Vergnügen, was man hat. Nicht? Ich meine, wir sind zwar eine Kulturstadt, aber mit den Preisen, was bei der Kultur verlangt wird, kann sich uns einer nicht leisten. Nicht? ...18.000 Zuschauer drängen ins Stadion Lehen, 95.000 kamen zu den letzten 7 Spielen. Übertriebene Fairness ist auch in Lehen nicht zu Hause. Pfiffe sind das Mindeste, was die Spieler anderer Mannschaften hören müssen. Darüber wundert sich auch Niki Lauder, der zum ersten Mal ein Fußballspiel im Stadion miterlebt. Der Grund seines Kommens ist jedem Vater verständlich. Die Kinder unbedingt gehen wollten. Ach so. Ich muss mir das einmal anschauen. Aber heute für die Salzburger. Ja, ich bin zweigespalten. Den Schneckerl kenne ich natürlich. In Salzburg lebe ich, also ich werde mal in der Mitte durchfahren. Wie geht das heraus? Na ja, schwer. Wir sind gut daheim, haben noch keinen Boot da gehen, haben die Leute, aber wir wollen natürlich schon führen bleiben. Das ist ein schwieriges Gemetzel, oder? Ja, ja. Die vielen Zuschauer sind die Haupteinnahmequelle des Fußballclubs SV Casino Salzburg. Unter dieser Bezeichnung ist der Verein offiziell registriert. Wenn das Stadion leer bleibt, dann sind aber auch die besten Sponsorengelder zu wenig, um den Wirtschaftsbetrieb Fußballclub am Leben zu erhalten. SV Casino Salzburg. Das Telefon ist violett, die Sekretärinnen adrett. Mit sogenannten modernen Management versucht man unter dem grauen Tribünenbeton so etwas wie Image aufzubauen. Mit neuen Finanzstrategien und buntem Outfit und so. Rudolf Grünberger, Sie haben immer von einem Salzburger Großclub geträumt. Wie weit ist denn dieser Traum schon Wirklichkeit? Sie haben das ganz richtig gesagt, ich habe geträumt. Dieser Traum ist leider Gottes nicht so wirklich geworden, wie ich ihn eigentlich erträumt und ersehnt hatte. Es gibt aber eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem FC Salzburg, den möchte ich so ein bisschen als unseren Bruderclub bezeichnen. Wenn zum Beispiel ein westlicher Fußballer vom FC Salzburg spielerisch die Fähigkeiten hat und der Herr Baric meint, der sollte zu uns kommen, gibt es sicherlich eine unbürokratische Möglichkeit, diesen Fußballer zu uns zu holen. Warum kommen die Spieler so gerne nach Salzburg? Die haben doch auch Angebote von anderen Vereinen gehabt. Zahlen die Salzburger mehr? Ich glaube nicht, dass sie mehr zahlen, zumindest nicht mehr zahlen, als die Wiener Clubs zahlen. Wir haben eine ganz andere Strategie. Wir sind angewiesen auf unser Publikum. Ich sage immer, das beste Publikum Österreichs. Hier gibt es keine Querelen, hier gibt es keine Ausschreitungen, hier gibt es praktisch schlichtweg nur Fußballfieber. Und das erlebt man bei jedem Heimspiel. Und das ist natürlich nicht nur das Salz in der Suppe eines jeden Fußballprofis, sondern das ist eigentlich, weshalb man ja überhaupt Profifußball betreibt. Man macht dies ja nicht um seiner selbst willen, sondern macht dies zur Unterhaltung einer zahlenden Besucherzahl. Die Salzburger Zuschauer lassen sich leichter als anderswo mit Delikatessen anlocken, deren Ablaufdatum überschritten ist, die aber dennoch gut schmecken. Peter Grosser, der deutsche Altstar, begeisterte das Publikum vor 20 Jahren ebenso wie Karl Kodat. Damals im Jahre 1971 schlugen die Salzburger die Wiener Austria mit 6:0 und Karl Kodat erzielte 4 Tore. Gespielt wurde noch nicht in Lehen, sondern in Itzling. Und Salzburg erreichte mit dem zweiten Platz das bisher beste Ergebnis in der Tabelle. Es ist so, dass es fast ein Phänomen ist. Um uns herum, vielleicht ist Salzburg in der Situation sogar eine Insel der seligen Fußballer. Nur muss man auch ganz genau aufpassen, dass diese Insel der seligen Fußballer nicht von ungefähr kommt. Hinter dieser Seligkeit steckt immer Leistung, steckt immer etwas, was man etwas Besonderes tut. Denn nur so kann man praktisch auch auf Dauer den Zuschauer aktivieren, zu seinen Spielen zu kommen. 1989 aktivierte Kurt Wiebach, damals als Trainer, selbst die Zuschauer. Praktisch über Nacht wurde Hans Krankl aus der Versenkung geholt und der Goleador schoss die Salzburger wieder in die oberste österreichische Spielklasse.
Nach dem Kurzauftritt von Krankl engagierte Salzburg, um die Zuschauer bei der Stange zu halten, Heribert Weber als Star. Und weitere ehemalige Teamspieler, vor allem von Rapid, folgten. Die Begeisterung der Zuschauer wurde noch größer. Für uns ist es wichtig, dass wir diesem fantastischen Publikum hier gute Spiele liefern. Und ich muss sagen, irgendwo anders in den Stadien ist es so, dass die Zuschauer 5 Minuten vor Schluss heimgehen. Ich glaube, bei uns ist es umgekehrt, da kommen 5 Minuten vor Schluss noch Zuschauer auf den Platz. Die Salzburger Anhänger brauchen Stars zum Angreifen. Das wissen die Spieler und lassen mit Profigeduld die Anhimmelungen über sich ergehen. Das macht mir Freude, da die Fans zu bedanken. Sie kommen zu uns, sie bedanken sich bei uns, dass wir so gute Leistungen bringen. Wir haben einfach die Pflicht, ihnen die Autogramme zu geben und auch die Tore zu schießen. Vergangenen Samstag hat also Christian Keglewitz seine Pflicht erfüllt. Er schießt das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg über die Wiener Austria und SV Casino Salzburg damit an die erste Stelle der Tabelle. Das Triumvirat Quenberger, Wiebach und Baric kann zufrieden sein. Salzburg ist Spitze. It is...